Race. Ja, Mary Ann. Wir sind zurück auf unserer Ranch. Und ich weiß auch nicht wirklich, was genau ist. Ah, oh, gelbes Küken. Ach so, ich schwarzes Küken. Ach so, ganz kurz noch. Hallo YouTube. Ich nehme das für YouTube noch auf. Hallo YouTube. Sorry für die alten Werbung. Ich wollte nur Hallo YouTube sagen. Schön, dass ihr in meinem Stream seid. habt ihr den Hinweis gerade gelesen? Ja. Es ist ja so, Ranchsim ist ja Early Access. So, ne? Und dann kann es halt passieren, dass es mal Updates geben wird, die dafür sorgen, dass dein bisheriger Spielstand halt einfach kaputt ist. Und das liegt auch daran, dass im Juni mit dem nächsten Update soll es nämlich angepasst werden, dass du die Häuser frei platzieren kannst und die Gebäude. Jetzt ist es ja alles vorgegeben, wo hier ein Stall steht und wo dein Haus wohnt und all die Sachen. Das soll geändert werden und deswegen wird der komplette Spielstand zurückgesetzt. Aber finde ich gar nicht so schlimm. Ich glaube, ich fange einfach mit Susi dann nochmal neu an. Ja. Ja. Wartet mal, ich muss mal bei mir noch ganz kurz die Tür zumachen. Wartet, bin sofort. Ich hatte tatsächlich, muss man ja ehrlicherweise sagen, einmal zwischendurch kurz reingeschaut, weil es nämlich vor diesem aktuellen Update hieß, guckt bitte, dass ihr an gewissen Stellen auf der Karte nichts stehen habt. Weil das würde verloren gehen mit diesem Update. Also ne, keine Autos und keine Körbe und keine Tiere und nichts. Das hatte ich kurz geguckt, dass da nichts steht. Aber ich habe keine Ahnung, wie, wo, was jetzt so neu und so. Und ja. Oh. Ich muss mal kurz... Ich möchte das Kriechen auf meine DBD-Taste legen. So. Was machst du? Ich bin hier schon voll produktiv. Ich gucke hier noch rum und ich habe gerade geguckt, wie der Sound im OBS ausgeschlagen hat. Okay. Wenn ich hier springe, weil an sich finde ich das Spiel recht leise, muss ich sagen. Okay. Oh, ich habe auch Master auf. Ja, machen wir mal Master Launchstack auf 60. Ey, du kannst jetzt. Wo bist du? Warte, da. Bin gerade hier, ich habe ein Ei gefunden. Bei den Hühnern. Guck mal. Oh, 40 Liter sind drin. Ja, da steht jetzt eine Anzeige. Das Ding ist, das ist cool. Das heißt, viermal melken, oder? Ich weiß gar nicht, wie oft wir gemolken haben. Geh da rein. Vielleicht sind die Straßen in Dubai besser als bei uns. Das ist gut möglich, aber... Ich meine, dort zahlen ja auch die Scheichs alles. Die haben genug Geld. Also ich wollte nicht, wenn ich auf dem Oktoberfest gepichelt habe, dann noch mit dem Bus irgendwo hinfahren müssen, mit anderen betrunkenen Menschen. Weil das ist dann wahrscheinlich wie, wenn man gähnt. So, das ist ja ansteckend. Und wenn dann der eine im Bus nicht mehr an sich halten kann, dann ist das vielleicht auch ansteckend. Sind die Eier hier in dem... Hör, hier liegen übelst viele Eier drin. Ich habe keine Ahnung mehr, was jetzt hier befruchtet war, was nicht befruchtet war. Ich habe keinen Plan. Hatten wir nicht überall jetzt Hähne drin? Ja, wir hatten ja irgendwann alles aufgemacht. Wir haben dann irgendwann gesagt, egal. Ja. Huh, hier war gerade ein Bildfehler. Der Hühnerstall ist nicht deutsch-biokonform. Keine Ahnung, was hier deutsch-biokonform ist. Die Entwickler sind, glaube ich, auch nicht deutsch. Ich denke nicht, dass sie sich damit auskennen. Bis jetzt kommt keine wütende Mutti angerannt. Ist aber irgendwie nervig, oder? Wird mich, glaube ich, ziemlich frustrieren. Ich meine, ich habe, glaube ich, bisher in dem Spiel 10 Spielstunden. Wenn es dann... Vielleicht kriegen wir heute 3-4 Stunden zusammen, je nachdem, was es so zu entdecken gibt. Vielleicht kriegen wir auch mehr zusammen und spielen es morgen bei Susi weiter. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Gerne ganz viel neuer Content. Aber das finde ich noch nicht so schlimm. Ich fände es schlimmer, wenn wir jetzt wie bei Raft so 50 Stunden in das Floß gesteckt hätten und das plötzlich weg wäre. Das fände ich viel schlimmer. Ja. Aber wie gesagt, ich bin bei 10,7 Stunden oder so. Also das ist noch vertretbar.
Hallo Mo, guten Abend. Ein Mo, hallo. Warum springst du hier eigentlich die ganze Zeit so rum? Ja, weil ich mir sonst so doof vorkomme, weil ich gerade mit dem Chat rede. Du könntest auch einfach arbeiten. Schau mal, nicht so ein Stress hier. Du darfst bei mir wohnen. Jetzt lass mal hier die Kuh im Stall. Das Dach ist schon fast rum. Und was macht sie? Springt sie hier durch die Gegend. So, ich gehe mal bei den Schweinchen gucken. Die müssen aber noch ein bisschen dicker werden, ne? Bevor wir die erschießen. Entschuldigung an alle, die Tiere vielleicht mögen. Ich mag Tiere auch, aber in dem Spiel brauchen wir leider das Fleisch, um Geld zu verdienen. Mo, ich habe das dezent vergessen. Ups. Upsi. Susi, komm, lass uns wegkriechen, dann sieht uns keiner mehr. Schubidubidu. Au, ich habe befruchtetes Ei da reingelegt. Verdammt, ich weiß nicht mehr, welches Guck das war. Guck mal, Mo, das schenke ich dir. Das ist für dich, Mo. Was ist das befruchtete? Pro Huhn braucht es in Deutschland 1 Quadratmeter Stallfläche. Ja, das ist hier ein bisschen knapper bemessen, auf jeden Fall. Beschützt du mich? Ah. Ach, hier, Mutti. Mutti. Mutti ist. Ich hab's, Mutti. Mo, ich hab da. Oder das Spiel ist im Stream. Wartet mal, ich mach euch mal im Stream einen kleinen Filter drüber. Ein bisschen Helligkeit. Weil ich glaube, das ist ganz schön dunkel. Dunkel. Wir gehen doch eh gleich schlafen. Nee, das will ich gar nicht. Wieso latschen du hier rum? Das möchte ich. So. So. Jetzt machen wir noch einen Huhn auf Abwägen. So, ich setz mal Mutti wieder ab. Mutti ist immer noch böse, aber... Nee, Mutti ist nicht mehr böse. Wo rennt Mutti hin? Die ist hier Richtung Scheune gerannt. Okay. Haben wir sonst noch Huhn? Die gehen doch nachts alleine rein. Ich glaube, wir können die einfach laufen lassen. Aber das eine war so weit weg vom Stall, deswegen dachte ich, ich setze mir da rein. Das Linchen, das wissen wir doch. So, lass uns mal eine Einkaufsliste Warte mal, wie viel Geld haben wir? Oh, wir haben 857 Geld. Ich hätte jetzt nicht so viel. Wir müssen auf jeden Fall Butter holen für die Hühner. Ich wollte gerade sagen, lass uns mal einen Einkaufszettel schreiben, was wir uns morgen erstmal besorgen. Das auch alle. Das Ding ist halt wirklich, die Frage ist, ist das Ding hier wirklich verbuggt? Ich befürchte es. Vielleicht sollten wir es mal Oh, warte, hier stand was, oder? Ah, nee, das ist Baum zersägen. Vielleicht sollten wir das mal abreißen und neu bauen, weil ich habe halt Angst, dass wir das Ding hier nicht nachfüllen können und irgendwann kriegen unsere Tiere kein Essen mehr. Ja, also ich würde aber im Moment... Ja, oder wir warten, bis vielleicht wirklich mal leer ist. Die haben alle irgendwie nicht gegessen, die Schweine. Jetzt steht hier, halte gedrückt E, Futterkrippe mit Futter füllen. Aber ich kann nicht, geht nicht. Nee, ich auch nicht. Silo ist bestimmt leer. Nee, wir beobachten das mal. Wir müssen ja eh jeden Tag hier rein und die Tiere melken und so. Die Kühe ist, bei der Kuh ist nur noch so halb. Stimmt. Aber das Schwein, das hat halt nicht getrunken. Aber Wasser müssen wir ja nicht manuell nachfüllen. Die Kuh hier ist satt, die ist voll. Wir beobachten das Wasser füllt es ja hier automatisch. Aber guck mal, die haben hier auch noch alles voll mit Essen. Wir beobachten das weiter. So. So, Hühnchen schlafen. Guck mal, schwarzes Baby. Küken. Ich gehe auch mal ins Bett. Oh, Susi, wir müssen Fernsehen gucken. Vielleicht gibt es einen neuen Fernsehclip. Ja. Ich muss das fertig arbeiten. So. Da liegen noch Eier. Ich weiß nicht, ob die befruchtet waren. Keine Ahnung. Kommt jetzt alles weg hier. So. Können die noch trinken? Ja. Ja.
schon zu Hause? Ja, ich bin schon im Bett und guck Fernsehen. Nicht mal damit. Haben wir eine neue Wandfarbe? Wir haben eine neue Tapete hier unten. So, das Bild ist auch neu. Stimmt, das ist irgendwie blau. War das nicht vorher so gelb-weiß? Ja. Oh, guck mal! Das hier ist doch auch neu, diese Speisekammer. Das ist ja viel süßer als das Radio hier. Aber die stand auch schon immer da. Oh. Ich hab mir halt... Das hier war doch ein Klo drin. Ja eben, da ist jetzt irgendwie so ein Lagerraum. Wo ist jetzt unser Klo? Gibt keins mehr. Die haben uns die Toilette geklaut? Ja. Okay. Wir brauchen eindeutig ein anderes Haus, würde ich mal sagen. Wir haben kein Klo mehr. Wieso geht das Radio nicht? Für dieser einsame Tisch mit dem Stuhl hier. Ich guck noch Fernsehen. Das kennen wir auch schon. Das kennen wir auch schon. Nichts Neues. Okay. Die Pferde kommen ja im August-Update. Ja. Wenn es dabei bleibt. Dann schlafen wir. Guten Morgen. Guten Morgen. Huckepack, Huckepack. Huch. Gut. Ey, ist alles gefixt. Du hast keinen alles Platz gefixt, mehr. Gar kein Problem. So, also, haben wir noch einen Kanister, also noch eine Milchkanne zum Mitnehmen direkt? Die hier ist halt voll die große. Aber die ist voll, ne? Da ja. Wollen wir noch Eimer mitnehmen? Können wir machen. Mit welchem Auto willst du jetzt fahren? Mit dem blauen, mit dem roten? Ich wollte jetzt nicht mit dem... Lass mal mit dem Laster fahren, weil vielleicht gibt es neue Tiere oder sowas. Wir haben doch eh kein Geld. Doch, wir haben 900 Geld. Na ja, aber wir müssen Futter holen. Da kostet ein Sack 30. Na, wie viel kriegen wir denn auf den roten drauf an Futter? Na, 8 oder 9 Säcke. Plus die Milchkanne, die... Gut, dann müssen wir mit dem LKW fahren. Hast schon recht. Hm. Ist ja gut, du hast ja recht. Ich habe immer recht. Wer braucht schon ein Klo oder eine Dusche? Man wird in der Landwirtschaft selten dreckig. Das stimmt. Man ist immer... Huch! Entschuldigung. Oh, weißt du, was cool wäre, wenn man den Tieren noch Namen geben könnte? Ja. Wobei, es sind halt Nutztiere. Wir haben die Tiere halt nicht lange. Ist schon ein Eimer voll. Die hat keine Milch. So. Der ist voll, den du hast. Und der hier, den kann ich... Ich kann die andere Kuh nicht melken. Achso, die Eier könnte man mal noch mitnehmen, oder? Ich glaube, das Schwein frisst. Das macht ganz komische Geräusche. Oh, nee. Nicht. Lass mich raus! Am besten, wir machen mal die... die Türen zu, oder? Meinst du, dass hier was passiert? Nee, die Innentüren meine ich, dass die Schweine da... Wenn die Schweine zu fett werden, kommen die nicht wieder raus. Ja, stimmt. Das hatten wir letztens. Der Destruktive! Da ist er, ja. Bist du. Schon vermisst. Hallo! Schon Abend. Okay, da ist jetzt halt gerade ein Schwein drin. Komm raus, Schwein. Ich glaub, mein Schwein pfeift. So, Türen sind alle zu hier drin. So. Mehr braucht man jetzt ja nicht, ne? Wir können mal gucken, müssen wir Muni kaufen? Nee, ich habe 114 Stoß. Ja, ich auch. Aber ich müsste mal nachladen. Ey, ich will was sehen. Mach das Brett auf. Kannst du es von drin nicht aufmachen? Warte, ich habe gerade die Knarre da. Was ist das? So, jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Wie mussten wir denn fahren? Auf einmal ist man zum Laden. Ja. Wie fahren wir hier rauf? Nach rechts und ja. Dann den Holperweg, ne? Genau.
Das sind die Reifen. Das ist ja lustig. Die Reifen, die sind jetzt hier innen sichtbar, wenn du fährst. Stimmt. Aber vielleicht war das schon immer so. Wir haben es noch nie gesehen, weil du nie drin warst. Doch, ich habe das letzte Mal auch hinten mitgesessen. Okay. Boah, ich back hier voll rum. Warte mal ganz kurz. Am Bahnübergang. Ich fahr mal lieber hier mit. Machst du mal hinten zu vielleicht? Oh, also. So. Mitdenken und so. Ja, ist ja gut. Da kippt die Milch um, wenn du das offen lässt. Wenn du es zumachst, ist es nämlich viel stabiler hinten. Mm, auf jeden Fall. Bei deiner Fahrweise ja. Bleibt die Milch auch auf jeden Fall stehen. Ja, das sind gar keine Erschütterungen. Wir haben gleich Käse, wenn wir ankommen. Da ist nichts mehr mit Milch. Oh, guck. Kannst du da jetzt einfach mit dem Auto drauf fahren? Ja, nicht, dass unser Auto dann weg ist. Weiß es nicht. Kann man. Wieso hock ich denn? Wir können ja mal. Also, wenn das Auto weg ist, dann laden wir neu. Guten Tag. Hey, sie arbeiten immer noch hier. Die guckt dich an. Das ist ja gruselig. Aber guck mal, die hat kein Handy mehr in der Hand. Ja, die guck mal, die verfolgt dich mit ihrem Blick. Das ist gruselig. Jetzt nicht, guckt sie mich nicht mehr an. Okay. Boah, war die Tür immer schon. Okay, die geht nicht auf. Okay. 2500 kostet ein Pferd. Susi, wir werden sparen. Ja. Ich meine, das sieht aus wie so ein Plastikpony, wenn du das kaufst. Das Bild. Oh, es gibt jetzt eine Pfanne, eine Kühlbox, ein Elektroschocker. Ach du Kacke. Eine elektrische Wurstspritze. Gott, ein manueller Fleischwolf. Oh, Blauschimmel, Weißschimmel für die Käseproduktion. Oh, ein fahrbarer Rasenmäher haben wir ja schon. Kleiner Anhänger, Autoanhänger. Ja. Ja. Das heißt, also vom Update her weiß ich, oder wissen wir, es soll jetzt ja eine Metzgerei und eine Molkerei geben. Also eine Käserei. Käserei. So? Ich weiß nicht, wie heißt das? Eine Cheese Factory. So. wollen wir da vielleicht auch noch mal eine Milchkanne mitnehmen? Hm. Dass wir mehr Milch auf einmal dorthin bringen können? Kostet aber 135. Ich weiß halt auch nicht, wofür. Wir müssten erstmal dann gucken gehen, wofür wir die Kühlbox und eine Pfanne. Ja. Also ich würde sagen, sowas wir, alles brauchen. Wir verkaufen erstmal alles. Oh, das geht so einfach. Hm. Cool. 49 Eier hatten wir. Ja. Hm. Also auf jeden Fall, wie viel Weizen sollen wir denn erstmal mitnehmen? Ja, wir haben 3 Hühnerställe. Erste Frage, wollen wir die Hühner auf Dauer behalten? Ja, die bringen halt nicht so viel Geld, ne? Eben. Weil sonst hätte ich gesagt, die Frage ist, brauchen wir die Eier für die Käserei irgendwie? Das ist eine gute Frage. Das müssten wir auch noch rausfinden. Dann würde ich sagen, kaufen wir jetzt einfach erstmal 10 Weizensäcke vielleicht. Oder vielleicht sogar mehr, weil wenn wir die Futterkrippe im Stall jetzt noch manuell nachfüllen müssen. Ja, das müssten wir halt noch mal beobachten. Ich nehme mal mehr als 10. Ja, warte mal. Mehr wie 10 geht nicht. Mehr wie 10 kann ich. Nee, mehr als 10. Mehr wie 10 auf einmal kann okay. Ich gerade nicht kaufen. Ja, dann kauf erst mal die 10, dann nehmen wir die erst mal mit. Dann haben wir auch noch ein bisschen Geld auf Reserve und dann gucken wir einfach mal. Ja. Ich bin für den Elektroschocker. Ich denke, den brauchen wir dann für die Schweine, ne? Wahrscheinlich, ja. Für die Metzgerei. Damit die gutes Fleisch geben oder so. Das, obwohl, das macht es doch eigentlich nicht besser, wenn wir die erst elektroschocken und dann töten. Nee, eigentlich nicht. Egal. Okay, also wir müssen uns mal angucken, wofür wir ein Fleischwolf, eine Wurstspritze... Wenn, dann würde ich auch sagen, sparen wir direkt auf das elektrische Zeug. Ja. Weißschimmel, Blauschimmel. Ja, den Rest. Einen Anhänger könnte man vielleicht irgendwann nochmal überlegen. Hm?
Okay, kauf mal. Gut. Dann machen wir erstmal die 10 Sack-Dings. Ah, das ist ja lustig. Okay. Was denn? Die sind hier draußen einfach gerade vom Himmel gefallen. Schub, waren sie einfach da. 3. Oh, das ist aber viel. Guck mal, wie viel Zeit uns das spart. Hey, sind das 10? 2, 4, 6? Auf dem LKW liegen. Weil ich wollte gerade sagen. Irgendwie fehlen da welche. Aber warte mal, wenn ich ein Stück vorfahre. Einer liegt oben drauf. Mehr nicht. Ja, fahr mal. Ah, vorne auf dem Fahrerhäuschen lag noch einer. Okay, einer liegt noch oben drauf. Und fall runter. Ah! Nee, du, der liegt und? Und? Ist im Laden und? Drin. Du musst und? Mehr Gas. Ja, noch ein Stück. Ja. Ja? Ja? Oh, ja. Ja! Ja. Okay. So. Voll im Laden gewesen. LKW fahren kann ich. Voll im Laden gewesen mit dem LKW, aber. Egal. So. Oh, das ist creepy, dass die einen jetzt anguckt. Beobachte mich nicht, Junge. Das ist creepy. Gruselig alt, ey. Okay. Gut. Lassen wir okay. Das. Dann fahren wir jetzt. Ach, hier können wir gar nicht zumachen. Uns die neuen Dings angucken, oder?